Die wollen, dass ich aufhöre, Fragen zur Brücke zu stellen. Würdest du aufhören? Ich will dabei sein. Wobei? Bei der Killerjagd. Ich finde, ganz ehrlich, du musst anfangen zu antworten, weil du als Erster dabei warst. Ja, ne? Warst stimmt. Dabei? Nee, er war zuerst. In Wirklichkeit war es für mich dann natürlich das Konzept und das komplette Ding. Und dadurch, dass es ja in erster Linie wirklich auch um die Brüdergeschichte geht und um diese Beziehung zu Mariam, waren dann für mich also die Prämisse, dass ich gesagt habe, das will ich wirklich machen. Ich möchte wissen, wer die zwei sind. Mhm. Und als die an Bord kamen, war für mich persönlich klar, okay, das komplette Paket stimmt und ich will das machen. Ich glaube, das ähnelt sich schon auch. Natürlich ist es immer so eine Mischung aus Partnern, Kollegen und Regie und dem ganzen gemeinsamen Paket. So. Und das hat für mich total gestimmt. Sehe ich genauso. Du machst es dir jetzt voll ein. Nein, sehe ich genauso und natürlich auch die Figur. Also einfach ja. Zu sehen, dass man eine... Also meine Figur. Seine Figur hat mich gereizt, aber vor allem auch Mariam Sultani. Mariam Sultani und das, was sie da erleben und durchleben darf, das darzustellen, fand ich schon auch sehr reizvoll. Ich habe dich gedrängt, den Fall zu nehmen. Und ich bringe den auch zu Ende. Typ katastrophaler Autofahrer, würde ich sagen. Ja, kann ich bestätigen. Ja, Kollege, gern geschehen. Ist ja genug Platz da, ne? Ich hasse es, in der Stadt Auto zu fahren. Stop and go. Ich kann mich sehr lange gut konzentrieren und fahre lange Strecken sehr gerne mit dem Auto, weil ich auch irgendwie so ein bisschen Autist bin und am liebsten natürlich mich so fortbewege, dass ich selbstverantwortlich sagen kann, wann ich anhalte, wann ich weiterfahre. Deswegen mag ich Autofahren noch sehr gerne. Ali, er fährt besser als du. Bisschen nur, aber besser. Halt die Fresse. Ich fahre schon sehr gern straight, aber nicht zu schnell und nicht zu langsam. Voll langweilig. Ich bin aber ganz froh bei allen Autofahrten, dass wir immer auf dem Hänger waren, gezogen oder in der Hyperbowl waren oder vor Fernseher standen, weil ich bin ein ganz schlechter Beifahrer. Ich habe insgesamt 3 Fahrsicherheitstraining gehabt in meinem Leben, aber nicht für das Projekt, sondern wir hatten hier genau das Gegenteil. Wie können wir das Auto treten und schleudern lassen und driften lassen und ja, das hat Spaß gemacht. Auf dem Flughafen in Riem mit Domi, dem Christoph Domanski, das war großartig. Wir sind eine Stunde lang, bis ihm schlecht wurde, haben wir diese Kreise gedreht und gedriftet und dann meinte er nur so, sich die Hinterreifen angeguckt und die waren komplett runtergefahren. Dann meinte nur, scheiße, das Auto vom Produktionsleiter. Ali, tu was jetzt! Zwischendrin. Humor ist, ich sag mal, nach müde kommt blöd. Ja. Nein, das ist natürlich total, man darf das nicht vergleichen mit so einer 8-monatigen Arbeit, die immer und immer wieder gleich ist. Ja, jeden Tag was anderes. Man kommt echt bei so einer Show an die wunderbarsten Orte mit den wunderbarsten Menschen zusammen. Man hat jeden Tag ja andere Szenen zu spielen, auf die man sich auch freut. Und natürlich ist es total anstrengend, aber irgendwie auch sehr befriedigend, wenn man dann auch natürlich so ein tolles Team, tolle Regisseure und tolle Kollegen hat. Dann geht man abends ins Bett, ist völlig K.O., aber irgendwie auch befriedigt und weiß, am nächsten Tag wird wieder alles anders und man weiß nicht, wie es wird. Bei mir war es auch so, dass ich natürlich die Motivation hatte, dass ich wusste, wenn ich jetzt nicht motiviert bin, dann schmiere ich ab am 6. Stock in den Erdboden sozusagen oder fliege auf die Fresse oder kriege auf die Fresse. Also es war durch dieses ständige Adrenalin auch leicht, dann irgendwie sich zu motivieren. Ich glaube eher, dass ich jetzt so diese Wochen danach so ein Nachwehen habe, dass ich merke, dass man so schon weit über das Limit hinausgegangen ist und jetzt so sich wieder zusammenflickt. Ich finde, es klingt immer so ekelhaft und Kotz und Wirkreiz und wir haben uns alle lieb und sonst was. Ich habe die einfach lieb. Die sind großartig und es hat Spaß gemacht und ich will nicht einen Tag missen. Wieso klingt es wie Kotz und Weil es immer das Gleiche ist. Das war doch total schön. Ja. Es ist immer du hast das doch Gleiche. Einfach mal was total Schönes gesagt. Ja? Ja, lass es einfach mal so stehen. Aber es ist immer das Gleiche in den EPK-Interviews. Man sagt, dass man so eine geile Zeit hat und alles toll, aber es war halt einfach so. Wir meinen so. Ja, es war, wir meinen das so. Es war wirklich schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal zugeben werde, aber ich habe mich seit Jahren nicht so lebendig gefühlt wie die letzten Monate mit dir. Mhm.